Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video und hereinspaziert zu einer weiteren Folge Do Not Feed the Monkeys. Das ist nur Beckys Kanal, ich bin Just Becky und wir machen weiter. Und ja, ich sehe genauso aus wie in der letzten Folge oder in der ersten Folge, weil ich einfach gleich im Anschluss noch eine Folge aufgenommen habe, weil ich einfach gehofft habe, dass sich das Spiel zusagt, weil ich es so sehr liebe und mich darin einfach verlieren könnte. Das ist so ein super tolles Spiel für Chips fressen und einen Abend ausklingen lassen. Ja, lasst uns gerne wieder rein starten. Beim letzten Mal, als wir aufgehört haben, sind wir in Stufe 2 dieser Affenkäfig-Sache aufgestiegen oder im Club. Wir sind genau jetzt Amateurzoologe. Die lokale Sängerin hat im Talentwettbewerb triumphiert, also unsere Wolf of Wall Street Lady. Dieser Typ ist verschwunden und das höchstwahrscheinlich, weil wir da waren und dafür gesorgt haben, dass er ja verschwinden wird. Wir sind nicht nett. Wir haben heute auf jeden Fall den Hotdog-Deal und ja, wir haben uns das auch angeschaut hier. Die Wohnung zerstört, die haben ihn auf jeden Fall mitgenommen. Was wir noch wissen müssen, routinemäßige 8. Hier wollen wir den Namen von ihr wissen. Noch eine E-Mail. Geil. Okay, ja. Da haben wir jetzt viel Geld bekommen. Also wir sind jetzt reiche Menschen mit 310 Dollar. Was bedeutet das? Wir gönnen uns gleich sehr viele Hotdogs. Hallo! Ja. Das Paar, das im LKW verbrannt ist, die sagen, sie waren angekettet. Ich vermute mal, es war Selbstmord. So, wir geben ihm auf jeden Fall die 6 Geld. Da fühle ich mich gut. Wir gehen auch zum Laden, kaufen noch mal ein bisschen Obst, ein bisschen Joghurt, ein bisschen Hähnchen. Ja. Ah nein, das können wir noch nicht machen. Wir müssen jetzt warten, bis das Essen geliefert wurde. Sonst gehe ich raus, das Essen wird geliefert und dann habe ich jetzt Geld für Essen ausgegeben und dann habe ich gar nicht da. Das wäre ungünstig. So, die Auftragsschreiber. Oh, hallo. Hey Kollege, hast du eine Minute? Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt auf der höchsten Stufe und es ist... Verdammt, es ist... Was ist los? Was passiert bei dir? Oh mein Gott, das ist... Bis dann, Kollege. Okay. Er ist jetzt auf der höchsten Stufe. Well, wir holen uns erstmal das Nachtsichtgerät. Weil das Nachtsichtgerät brauchen wir, damit wir diese eine Kamera, wo immer nur nachts was passiert, auch endlich mal sehen können, was da passiert. Hallo Essensmann. Sei gegrüßt. Hier ist etwas Trinkgeld. Ja, ich habe jetzt so viel Geld. Jetzt können wir auch mal ein bisschen hier Trinkgeld springen lassen. 800 Seiten Heimwerker und Tierpflegetipps. Okay, hallo. Hier ist Jonathan Dahl, die Wölfin der Wall Street. Hast du die Nachrichten schon gesehen? Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Die Leute lieben mich. Oh, das freut mich. So, ich bin ganz ohr. Ich habe meinen Agenten gefeuert und ich will, dass seine Provision an dich geht. Schließlich wäre ich nicht hier ohne deinen Rat. Ich werde das Geld alle 3 Tage... Oh, alle 3 Tage gibt's Geld! Oh mein Gott, ja! Ja, oh mein Gott, wie geil! Deine geliebte Diva, die Wölfin der Wall Street. Mann, das war eine gute Entscheidung. Es war eine gute Entscheidung. Entscheidung, ihn nicht zu erpressen. Miese Happy. Oha, wie sie beschimpfen. Bis wir einen besseren Geldgeber gefunden haben, ist sie die unser Gehalt verdanken. Okay, ich überlege gerade. Urin und Exkremente. Freude und Urin. Freude und Traurigkeit. Kummer und Freude. Fiona Bates, Freude. Paper Wipes sind Teil der Bewegung Alle gegen Gesetz. Nieder mit der Steuer auf das gedruckte Wort. Metaphysik. Gas. Berühmter Antennenmann. Okay, dann machen wir mal Gas-Auftragsschreiber. Ja! Gustav Jenkins.
Sehr geil, jetzt haben wir eine Nummer. Können wir den anrufen? Schauen wir, was da passiert. Hallo, hier ist Gustav Jenkins. Ich habe für gleich eine Nummer promoviert und einen Master in Avantgarde oder irgendwas. Fiona Bates. Ich weiß, dass Sie Fiona Bates kennen. Was können Sie mir bis hier erzählen? Ich kenne diese Person nicht und selbst wenn ich sie kennen würde, rechtlich die Autoren sprechen mit denen der Vergangenheit. Kommen Sie, ich weiß, dass Sie Bücher für diese Frau schreiben. Okay. Ich nehme an, die Leute im Verlag können ihren Mund nicht halten. Ja, wir schreiben die Bücher. Wenn jedoch ein Wort dieses Gesprächs an die Öffentlichkeit gelangt, werde ich alles leugnen. Blablabla. Analphabetin konnte die Klausel in unserem Vertrag kaum lesen und sie hat mit einem X unterschrieben. Sie kann zwar gute Buchtitel auswählen. Für wie viele Menschen? Dutzende B-Promis, bla bla bla. Publishing, das Marketing, alles andere machen sie ganz alleine. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Komplizierte Wörter. Monopolistische Weltanschauung, bla bla bla. Ich denke, ich kann ihrer Meinung. Schauen wir, was da passiert. Er redet irgendwas. Wo ist der Geist? Wo bleibt da der Geist, verdammt? Absolut richtig, sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Mhm. Traurigkeit. Depressionen. Okay. Gut, mehr weiß ich gerade nicht, was ich mit ihm reden kann. Aber wir haben mal angerufen und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So, wir essen jetzt fucking Hotdog hier. Und ein bisschen Obst. Vor allem ein bisschen Obst. Gehen wir auch ein bisschen was einkaufen. Gehen wir 5 Obst einkaufen, 5 Joghurt, 2 Hähnchen. So. Gehen wir kurz zum Markt und dann gehen wir schlafen. Schlafen sollten wir auf jeden Fall gehen. Weil mittlerweile ist unser Schlafen sehr weit unten. So, Käfige brauchen wir. Warten noch. Oh, passt, ich habe noch genug für die Miete. Usch. Uah, das war gerade so knapp, Mann. Ich habe halt 96 Geld für die Miete. Oh, ja, bitteschön. Hier, nimm das. Oh Gott, es war so knapp, Leute. Es war sehr, sehr knapp. Ich schiebe mich mal ein bisschen so hin. So, also ein bisschen rüber. Dann habt ihr auch noch die Geldanzeige. Ei. Oh, die Katze. Hoppala, du bist da raus. Entschuldigung. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Katze im Zimmer ist. Ich habe sie jetzt nur miauen gehört. So, wir gehen jetzt mal schlafen für 5 Stunden. Ne? Kleines Nickerchen. Zwischendurch. Na, wie gesagt, jetzt habt ihr auch gesehen, es wird dann langsam schwummerig. Und dann arbeite ich auch nicht mehr so gut. Da gibt es dann noch eine zweite Kamera. Das ist auch immer recht spannend. Das wird ein Fenster. Das hat 2 Kameras. Da muss man noch eine weitere Kamera freischalten. Dann gehe ich was arbeiten. 2 Stunden oder 4 Stunden. Machen wir mal Lagerleiter. Machen wir 4 Stunden. Und vielleicht, wenn ich zurückkomme... sehen wir vielleicht was Spannendes auf der Kamera. Ich glaube, wie gesagt, die 2, also die kann ich getrost lassen. Das ist abgeschlossen. Heute Abend Live-Musik. Also ich will einfach, dass meine Gesundheit wieder ein bisschen hochgeht. 87. Fast noch ein Käfig. Warte mal, wie schaut denn das da aus? Multivision-Käfig. Ich weiß halt nicht, ob der zählt als normaler Käfig. Deswegen erstmal
Oder, ach nein, passt schon. Ein neuer Käfig. Willst du einen neuen Käfig kaufen? Scheiße, noch so einer. Fuck man, was wollen die eigentlich von mir? Ich weiß halt nicht, wie die zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scheiße, nein, ich muss die voll kriegen und dann die. Ist ja voll kacke. Betsy is not amused, muss ich sagen. Von mein ganzes Geld wieder weg. Na okay. Geh mal nochmal schlafen. Na, ich glaube, jetzt passiert auch nichts mehr. Ich hätte mir mal markieren sollen, wann die letzten so 4 Tage bis zur Beurteilung der Vermieter wird übermorgen wieder vorbeikommen. 12 von 16 Kameras. ChatMeGo zeigt allen seine neuen Funktionen. Bundespolizei kämpft gegen Cyberkriminalität. Okay, warte, jetzt habe ich hier das Logo versetzt. Ah, was haben wir denn hier? Schönes Angebot des Tages. Chinesisches Essen. Was ist hier? Ah, ja, okay. Schwangere Frau. Oh, das ist ein lustiges Fenster. Das hatte ich auch schon mal. Das ist ein wirklich gutes Fenster. Sauerstoff 12% Tag. Ah. Das ist auch ein gutes Fenster. Das habe ich damals zum Beispiel nicht gelöst. Oh ja. So. Einen Hauch von den Chilischoten gerochen und wollte euch beide nicht stören. Ich weiß, dass du in diesen letzten Tagen der Schwangerschaft etwas mehr Zeit für dich haben willst. Oh, wie süß. Du bist so ein Schatz. Wie geht es dem zukünftigen Vater? Ich habe schon ewig nicht mehr mit ihm gesprochen. Okay, also das ist ihr Mann, aber er ist nicht der Vater des Kindes. Do I see this right? Vorgesetzt, dass er einen großen Verkehrsunfall hatte. Ich wünsche dir einen schönen Tag, mein Schatz. Okay. Aber die lieben sich. Ich dir auch, mein Schatz. Aber er ist nicht der Vater. Ah ja, ich erinnere mich. Vorhersage für heute wird sonnenklarer Himmel den ganzen Tag lang. Radiosender. Genau, da weiß ich. Okay, bei diesem Fenster müssen wir ein bisschen dafür sorgen. Nein, gesund. Scheiße, da waren wir. Oh Mann, Junge. So, und jetzt geh. Ah, ich muss wieder zum Fenster. Ich muss wieder hin. Nein, wo ist das jetzt? Hier. Fuck. Irgendwas übersehe ich da. Also hier bei dem Fenster weiß ich auf jeden Fall, da muss ich den Radiosender ausfindig machen. Und dann dafür sorgen, weil die zweite Kamera hier bei dem Fenster ist deren ihr Schlafzimmer. Hm, Cupcakes. Tippen die wieder. Okay, das sind Archäologen, die uns ausgraben. Hm, okay. Schauen wir mal. Vater Chilischote, Vorhersage, Radiosender. So. So, jetzt bin ich aber hier wieder komplett versorgt. 8 Stunden, 70, 60,
2 Stunden. Ich glaube, für 2 Stunden kann ich kurz gehen. Gibt es wenigstens ein bisschen Geld, wie sie 2 Stunden arbeiten. Kommt vielleicht... Hallo? 36. Das ist nicht für mich. Tschüss. So. Woppy Wetter. Radio at Wetter. Aber das ist schon mal gut. Okay, also wir haben schon, wissen schon mal den Radiosender, aber wir brauchen noch das hier. Wir müssen das hier freischalten. Ich gehe nochmal arbeiten. Wie spät haben wir es? 16 Uhr. Das dauert wie viele? 8 Stunden und das waren 4 Stunden. Warte mal, das gibt 70 und das gibt 60. Aber ich muss nur die Hälfte ab. Das ist 10 Dollar weniger. Aber geht ja doch erst ab 21 Uhr. Wurscht, wir machen erstmal das. Auch noch zusätzlich. Ah, das ist alles, das ist echt doof. Aber ich hoffe, dass jetzt vielleicht so spät ist, auch dass wir wieder schauen können wegen... Jetzt habe ich genug Geld für den zweiten Käfig hier nämlich. Und den Käfig hier will ich natürlich auch haben. Seht ihr, jetzt passiert da was. Aber ich sehe es nicht. Ist etwas spät dran heute. Was ist passiert? Schrecklichen Tag im Büro. Aber der... Das ist irgendwie nicht ihr Mann. Stress. Oder ist doch ihr Mann? Wir wissen es halt nicht, weil der Hut ist verdeckt. Der Hut verdeckt es. Hoppala. Psychopath. Ich wollte eigentlich hier so... Das, falls hier wieder was passiert. Ich habe bei euch beiden... Hier bei euch beiden vergesse ich all meine Probleme. Ja, siehst du? Okay, also das ist der Typ, der das Baby gemacht hat. Okay, also ist sie irgendwie so eine Leihmutter oder... Bin ich ja mal gespannt jetzt. Ich bin so glücklich, mein Schatz. Unser Kleiner wird glücklich, gesund und stark. Ganz bestimmt. Aber haben die da so eine Dreiecksbeziehung oder was genau passiert da? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Und ich muss leider weiter. Bald ist euer großer Tag. Du kommst mich morgen besuchen, nicht wahr? Ich verspreche es, ich würde unseren Termin für nichts auf der Welt verpassen. Bis morgen. Ist er der Teufel, oder was? So, was passiert hier? Tag 367. Sauerstoff 12%. Nächster Kontakt in 8 Stunden. Okay, 8 Stunden habe ich hier Zeit. Ja gut, dann... Gehen wir 6 Stunden schlafen. Hätte ich gesagt, wenn nächster Kontakt in 8 Stunden ist. 3 Kameras brauche ich noch. Ich habe 14 von 16. Okay, das heißt, die zählen dazu. Elisabeth Walker Lee bietet die Öffentlichkeit für ihren Mann zu stimmen. Oh, shit. So. Jetzt schreiben wir mal mit dem Wetterleuten. Das ist ungerecht. 20 Minuten in unserem Team müssen tausende von Daten verarbeiten. Maßgeschneiderte Wunschprognose. Was ist das? Das ist ein neuer personalisierter Wettervorhersagedienst, den wir seit Monaten anbieten. Unsere Kunden schlagen eine Wettervorhersage vor und wir übertragen sie dann gegen eine geringe Gebühr am nächsten Tag. Okay, was, wie krass ist diese Gebühr? Weil das ist 50 Dollar. Okay. Das heißt, 50 Dollar brauchen wir, damit wir das Wetter bestimmen können.
Parentophile, eine psychische Störung, die geht in übertriebenen Wunsch nach Kindern und Gründung einer Familie. Mhm. Aber wieso nimmt er Besessenheit nicht? Das nimmt er leider gerade irgendwie nicht das Wort. Aber er sagt immer nur Kameraden und Kameradinnen. Schönen Tag. Okay, wir brauchen 50 Geld, damit wir das Wetter machen können. Alter Falter, what's going on? War das nicht, das wurde die ganze Zeit die... Warum brennt das auf einmal so krass? Was haben wir verpasst? Was? Zur Hölle? Okay, sorry, ist auch schon weiter ausgegraben, aber warum brennen die so krass ab gerade? Oh, das könnte jetzt spannend werden. So, Nova 7. Captain der Nova 7, Aufnahme. Herstmann, warum ist hier so viel Krach im Hintergrund? War nur kurz. Oh. Okay, hallo. Neue Nachbarn. Ich glaube, die sind vom FBI. Ich glaube, die werden mich beobachten. Ham dachte ich, er hätte meinen Namen gerufen. Seine kleine Stimme... Oh, okay. Also wir versuchen dann gleich mal herauszufinden, was es mit diesem Raumschiff auf sich hat. Sie ist auf jeden Fall eine Mutter, so wie es aussieht. So, ich habe meine Traumpillen jetzt immer bei... Meine Traumpillen, okay. Die Crew ist anscheinend tot. Auf ihrer schwerelosen und ewigen Reise da draußen. Okay, ja, die Crew ist auf jeden Fall tot. Ah, aber diese verzweifelte Hoffnung hält mich davon ab, dass irgendwer sie rettet. Ich meine, das ist irgendwie ein cooler Käfig, oder? Dass wir irgendwie so eine Weltraumaufnahme bekommen. Aber vielleicht können wir sie retten. Das wäre schon mal cool. Also das wäre auf jeden Fall irgendwie so mein Ziel. Gut, dann schauen wir mal. Nova 7 Crew. Mhm. Nova 7 generell. Zweifel. Nova 7, Zweifel. Ha, Sterne, Crew. Erde, Nova 7. Eine plötzliche Explosion zerstörte das Raumschiff und tötete die gesamte Crew. Aber das ist ja nicht richtig. Familie Nova 7. Traum Nova 7. Hat sie nicht gesagt, wie sie heißt? Okay, das kann ich hier nichts klicken. Warte mal, anders. Zweifel Nova 7. Nein, das sind über den Zweifel Sterne Nova 7. Hm, ist alles nicht richtig. Also, was sollen wir da noch mal herausfinden? Zu viel vergessen. 50 Rabatt auf Joghurt. Thema Tierverhalten so weiter, bitten wir freiwillig als Beobachter von Käfig 8. Bitte antworten Sie auf diese E-Mail, wenn Sie... Wie heißt das weibliche Exemplar, das die Rolle des Alpha-Weibchens der Gruppe spielt? Oder ist da gar nicht die gemeint, sondern die Fiona Bates? Schauen wir mal. Was gibt's denn da eigentlich als Geld? Schauen wir mal, ob das richtig ist. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ah, der Gruppe. Ich weiß nicht, ob die zur Gruppe gehört oder nicht. Das war vielleicht jetzt dumm. Okay, aber in der Zwischenzeit kann ich nochmal versuchen herauszufinden. Chilischote Psychologe. Eigentlich brauchen wir Geld. Nicht alles ausgeben, sondern wir fressen. Barrett County haben wir bisher aber auch jetzt noch nichts mit der Nachtsichtkamera gesehen, oder? Nächster Kontakt in 19 Stunden. Wann schickt denn jetzt eigentlich den Scheck? Oh, ich glaube, jetzt kam der Scheck gerade. Zumindest gab es Geld. Ah, nein. Cool.
Das war richtig. Das war richtig mit dem, was wir aus dem Käfig wissen sollen mit der Fiona Bates. Vielleicht können wir die noch irgendwie... Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir das hochladen. Ich mache das mal am nächsten Tag gleich in der Früh, weil dann, wenn der Tag dann verkackt ist, dann kann ich ihn einfach neu starten. Aber jetzt sind wir schon so weit drin in dem Tag. Auch die schon wieder. Amy, die frohe Botschaft. Ja, okay. Dann erzählt mal. Okay, die Pflanze, die war zwischendrin schon tot. Mittlerweile schaut sie eh wieder gut aus. Was wollen die eigentlich von mir? So, heute gibt es Rabatt auf Joghurt. Nein, was wollte ich zuerst? Ich wollte zuerst das Radiosender. Den Radiosender. Zuerst Radiosender anschreiben. Wir wollen uns ein Wunschwetter wünschen. So. Au, wartet mal. Ich weiß jetzt nicht, wann er seinen Hut mitnimmt. Ich glaube, unerträgliche Hitze. Fuck. Ich hoffe, das passt. Scheiße, es hat mich $50 gekostet. Ich hoffe, es sind richtige Prognosen. Sonst war das jetzt echt doof. Okidoki. Was habe ich jetzt gesagt? Das Joghurt? Gehen wir Joghurt holen. Und dann gehen wir arbeiten. Joghurt ist gut, dann essen wir ein bisschen Joghurt. Das heißt, unser Leben geht wieder in die Höhe. Und auch so ein bisschen... Ja, das soll einfach alles hinhauen. Sehr gut, also wir sind hier sehr gut. Oh, die Bates schimpft schon wieder. Hier passiert eigentlich gar nichts, okay. Die große Fiona Bates, ja, bewegt eure Irsche. Okay, da passiert jetzt erstmal nicht mehr. Hoppala. Ich brauche jetzt irgendwas, was ein bisschen mehr Geld bringt. Dann mache ich halt all die Sachen so hintereinander. Also eine Stunde, nochmal eine Stunde und dann nochmal zwei Stunden. Zwischendrin schauen wir mal wieder kurz auf den Monitor. Okay, die geht einfach wieder. Ah, endlich. So, jetzt können wir hier mal... Was ist das hier? Ein Hirsch? Noch so ein Hirsch? Was ist das hier? Ein Dreihornhirsch. Aha, der hat drei Hörner. Cool. Gut. Die geht jetzt schlafen. Bringt mir aber auch nicht so viel. Dass die schlafen geht. Ah, die wilde Finte. Schaut euch das an. Gibt natürlich Leute, die das sicher... Die sicher gerne Jagd darauf machen wollen. Wenn ich denen Bescheid gebe, dass dort welche sind. Schauen wir nochmal. Nationaler Jagdverband, spezialisiert auf Großwildjagd, Cognac, Verkostungen, Zigarrenabende und gelebten Darwinismus. Wollen Sie Mitglied werden? Kontaktieren Sie uns unter. Ja, puh, Der Wert von Dreihornhirschgeweihen. Ist halt die Frage. Wollen wir diese Viecher beschützen oder liefern wir die aus? Okay, die sind offline. Ist ja auch schon spät. Kann ich verstehen. Sorry, liebe drei. Naja, das ist jetzt eigentlich noch... Warte mal, wann ist hier in 12 Stunden? Das hier ist leider... Ja, erstmal nicht interessant. Also noch nicht interessant für uns. Hä, was? Ach, von 5 bis 21 Uhr. Ah, okay, habe ich ja voll verkackt. Gut, gehen wir nochmal zwei Stunden. Ich habe Angst, dass ich jetzt zu wenig Geld für die Vermieterin habe. Bin ich ehrlich.
So. So, jetzt muss ich aber hier echt voll sein. Gut. 2:40 Uhr. Sechs Stunden schlafen ist okay. Hoffe ich. Hier sieht zu spät aufstehen, weil ich muss jetzt wissen, ob der Typ den scheiß Hut mitnimmt oder nicht. Zwei Käfige brauche ich noch. Die Vermieterin wird heute wieder vorbeikommen. Shit! Das ist nicht gut. Vorschule für Wirtschaftsgrößen von morgen. Er läuft. Saurier. Okay, was haben wir hier? Rekordpreis. Rabatt auf Kaffee. Ne, Kaffee braucht man zum Glück keinen. Schaffen es eigentlich noch recht gut ohne. 3 Stunden kommt. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Das Video noch hochladen. Das probieren wir jetzt noch kurz. Schauen, was passiert. Okay, gell. Ein Video interessant bewertet. Verbaler Missbrauch ist eine Form der Gewalt. Okay, mal schauen, was jetzt passiert bei Shock TV. Vielleicht gibt es Geld dafür. Dann schreiben wir den Typen hier. Weidmanns Heil. Die Wilde, was können wir für dich tun? Ich weiß, wo man 3 Hornhirsche findet. Ja, unmöglich. Nein, ich habe sie gesehen. Ja, bla bla. Prächtiges Geweih. Ah, scheiße. Ich habe kein Video gemacht. Nein! Und kein Beweis. Fuck it. Ja, gut. Scheiße, Mann. Ja, okay, okay. Ich bin Trottel. Shit, shit, shit. Okay. Lecco mio. Fuck, 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 fuck. Okay, okay, okay. Gut, aber wir haben erstmal genug Geld, dass wir gleich die Miete bezahlen können. Ah, sie steht hier mal auf. Guten Morgen. Ist ja auch schon 10 Uhr. Jetzt ist die Frage, geht der Mann gleichzeitig? Oh, ich hoffe, der Mann nimmt einfach den scheiß Hut mit. Ich kann ihn noch nicht wegklicken. So ärgerlich. So, hat er für irgendwas Rabatt? Nee. Oder so. Das ganze Haus riecht natürlich... Ihr wart wieder bis sehr spät zusammen, nicht wahr? Meine kleine Honigwabe. Das ist so strange, diese Dreiecksbeziehung. Ganz ehrlich. Und er ist so süß und so zärtlich. Ich verstehe, dass ihr in den letzten Tagen deiner Schwangerschaft viel mehr Privatsphäre braucht. Okay, jetzt nehmt den scheiß Hut mit, okay? Tante Elsa. Oh, ihr plötzlicher Herzinfarkt. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Teufel oder wer auch immer da, weil schon das ganze Zimmer rot geleuchtet. Okay, warte, sagt sie was? Okay. Nass. Ah, scheiße. Ich hätte schlechtes Wetter machen sollen. Sonnenklarer Himmel den ganzen Tag. Ich dachte, wenn es vielleicht heiß ist, nimmt er den Hut mit, damit er nicht geblendet ist. Oh, da müssen wir reinhören. Das ist fast schon wieder ein bisschen wichtiger. Oh Gott, nicht der schon wieder. Ah, schnell weg da. Rüber, rüber, rüber. So. Das Nichts hat alles verstummt. Ich brauche deren ihren Namen. Was hat sie bestimmt am Anfang gesagt? Hier ist Captain irgendwer und ich habe es verpasst. Vielleicht sagt sie es zum Schluss nochmal. Und er nimmt den Hut nicht mit. Fuck it. Okay, wir brauchen Regenwetter. Regenwetter, Leute. Regenwetter. Ich will die schon gerne retten. Ich will die schon gerne nach Hause holen. Ich weiß, wir können es schaffen. Aber das Gedudel meiner Nachbarn im Hintergrund geht mir auf die Eier. Ja, komm, sprich. Sprich, was du sprechen willst.
Schneller, 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 schneller. Schneller, zurück, 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 zurück. Mann, wieso dauert das immer so lang? Ah! Nein! Ich hatte, ich hab irgendwas Wichtiges verpasst. Erstmal anderes Wetter wünschen. Dafür brauche ich nochmal 50. Fuck it. Hoppala, das nervt mich gerade am meisten. So. Wir würden uns gerne... Ich hoffe, das passt jetzt. Okay. Irgendwas muss ich doch hier schaffen. Fieber. Fiebertraum. Fiebertraum. Mensch, das gibt's gar nicht. Wann kommt die wieder in 21 Stunden? Sie hat noch 8% Sauerstoff. 20 Stunden, okay. Hm. Geld habe ich nur. Ich kann gar keinen. Ich wollte gerade sagen, ich kaufe einen neuen Käfig, aber ich kann gar nicht. Plakatkleber. Hey, das ist Plakatkleber 4 Stunden. 4 Stunden 42. Achso, ich habe das zweimal drin. 100. Nachtwächter. Okay, nein, wir gehen kurz Plakate kleben. 4 Stunden ist okay. 4 Stunden kann ich wieder verschmerzen. Aber dass ich das jetzt bei Schock-TV hochgeladen habe. Okay, das wird noch geprüft. Vielleicht erst am nächsten Tag. So, neuer Käfig. Puh, brauchen wir noch zwei. Dann gehen wir nochmal 4 Stunden, oder? Plakate kleben. Dann habe ich zumindest mal die Käfige und dann bin ich schon mal um einiges entspannter. Wenn das geschafft ist. So. Passt. Jetzt habe ich alle Käfige, die ich für dieses Level brauche. Jetzt fressen wir mal Vollfett Fast Food. Einen Apfel noch dazu. So, jetzt sind wir da mal ganz voll. So, da wäre es jetzt schön, wenn... Die. Ah, jetzt auf einmal die Mütze. Ich klicke die ganze Zeit an, das ging nicht. Das ist doch ein Witz. Besessenheit konnte ich vorhin auch nicht anklicken. Was habe ich denn da gesucht? Stopp mal, das, da war ja auch irgendwas. Wow, manchmal. Okay, also Besessenheit will da auch irgendwie nicht rein. Psychopath, Stress, Psychopath. Psychologe, Psychopath. Vom kleinen Kriminellen zum großen Gehirni. Hirni? Da, wieso habe ich die nicht gefilmt, Leute? Warum habe ich das nicht gefilmt? Ich bin so dumm. Jetzt muss ich nochmal warten, dass die kommen, ey. 9 Stunden, okay. Dann lass mal 5 Stunden, 6 Stunden schlafen gehen. Ich meine, ich kann eh nie bis nach 9 schlafen. Also immer, es ist immer vor 9. So, wir haben 16 von 16. Mit übermorgen wieder vorbeikommen. Und wir haben kein Stress. Selbsthilfeguru entlarvt. Ein brisantes Video der Webseite Schock.tv belegt, dass Selbsthilfeguru Fiona Bates für ihre Bücher Ghostwriter beschäftigt. Die Autorin, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, hat sich noch nicht dazu geäußert. So, das heißt, der Käfig ist leer.
2-1 auf Obst. Und die Clubbewertung. Ja, das haben wir schon hinter uns. Wir haben ein neues Fenster und wir haben hier auch ein neues. Eine Kuckucksuhr. Wo geht's los? Hier unten. Käfer. Die Oma. Ich bin gekommen, um ihnen etwas für die Armen zu bringen. Die hat aber noch ein Fenster, gell? Eine kleine Spende für meine armen kleinen Menschlein. Hihihihi, lalalala. So alte Grannies, die helfen. Ah, er nimmt den Schirm mit. Er nimmt den Schirm mit. Oh, Gott sei Dank. Er nimmt den Hut mit, meine ich. Die Kinder haben ihre Sparschweine geschnackt. Bargeld. Warum muss ich mir hier immer die Zeit notieren? Das Geld zu überweisen. Bringen Sie es eher her. So, die... Ich glaube, heute Nacht können wir sehen, was da abgeht. Die Banksachen machen hier Angst. Also, sie mag lieber Bargeld. Er nimmt den Hut mit, Leute. Sparsamkeit und Aufopferung waren wohl Schlüsselwörter in diesem Fall. Beleidigungen, was haben wir hier? Oh shit. Die will ich ja eigentlich eher. So. Captain Stanova 7. Sag deinen Namen, Mann! Es sind zu viele Sachen gerade. Ich kann nicht alles gleichzeitig schauen. Okay, hat auf jeden Fall den Hut mitgenommen. Das ist gut. Wir hören der Raumfahrtkollegin erstmal zu. Jedes Mal. Ha! Mein Kind. Gott sei Dank. Ich habe wieder irgendwas verpasst. Ihr Mann oder... Ich sag's euch, das ist so... Diese kurzen Sekunden, die man nicht dann auf den Fernseher schaut. Scheiße, okay. Das ist schlecht. Ich will dir eigentlich helfen. Und wenn sie sagt, das ist jetzt ihre letzte Nacht da draußen. Vielleicht mache ich einfach eine Aufnahme und lade es auf Schock-TV hoch. Warum mache ich das nicht schon von Anfang an? Um wie viel Uhr ist Käfig 14 normalerweise leer? Oh, das kann ich euch sagen. Und zwar... um 15 Uhr, so wie es ausschaut. Weil die Oma ist jetzt gerade gegangen. Schreiben wir das gleich mal. Eine Buchmacherin? Keine Ahnung. Haben wir mal 15 Uhr. Käfig 14 wird geprüft. So. Sauerstoff 21 Stunden, Sauerstoff 6%. Fuck it! So. Familie. Kind. Kind Nova 7. Kind und Crew. Scheiße, ich weiß nicht, was ich da suchen soll, damit ich das finde. Jetzt ist sie wieder da.
Aber ich glaube, 15 Uhr war okay. Ich weiß ja auch nicht. Kann ich das bei Shock-TV hochladen? Ich versuch's einfach mal. Hammergeil bewertet. Okay. Scheiße, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich, wenn ich hier so viel hochlade und mache, dass die vom Affenkäfig-Dings draufkommen. Oh mein Gott, Leute, hier! Endlich kann ich sehen, was hier abgeht. Okay. Okay, ich fühl's. Ich fühl's, ich fühl's. Ich... Out of business? Oh man, wann ist das passiert? Ich habe alle Käfige. Ich weiß, ich kann hier noch den letzten aufmachen. Oh, kann ich noch nicht. Weil ich die maximale Anzahl von Käfigen schon erreicht habe. Okay. Gut. Postbotengehilfe. Für 2 Stunden. Was mache ich denn? Lass mich mal kurz. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, die sind jetzt erstmal alle frei. Die müssen hier nicht mehr arbeiten gehen. Wir haben es jetzt 18 Uhr. 2 Stunden arbeiten gehen. Ja. Also wir können jetzt ein bisschen arbeiten gehen. Vielleicht gehen wir auch noch den Joghurt kaufen. Das sind dann 8 Stunden. Ich glaube, das ist dann schon wieder fast zu lang. Obst ist es, nicht das Joghurt. Aber gehen wir mal. Vielleicht, wenn wir jetzt zurückkommen, haben wir das Glück, dass dann die Rehe wieder zu sehen sind. Ja, oder auch nicht. Beziehungsweise halt die Action, die wir dann hier brauchen. So, sie geht sich jetzt fürs Bett fertig machen. Wird schlafen gehen. Und dann kommt hoffentlich der Dude. Dann warten wir, dass der Dude kommt. Oh ja, sehr gut. Hier sind wieder die Rehe. Das ist auch gut. Machen wir nochmal. Eins, wo sie alle drei zu sehen sind. Perfekt. So, und jetzt beobachten wir sie. Was kommt da? Ich bin so aufgeregt. Sehr, sehr aufgeregt. Ich sehe es eh. Ich habe eh schon ein Video gemacht. Aber spielst du, du musst weiterhin schauen. Mann, diese brennenden Reifen machen mich immer noch richtig fertig. Wenn der heute nicht kommt. Wenn der heute nicht kommt. Ja, jetzt. Es ist der Teufel! Ich kann nicht anklicken. Okay, ich muss nochmal raus. Und nochmal reinklicken. Dämon. What the fucking fuck, man. Okay. Dämon. Psychopath. Okay. Aha. Ein Exorzist. Nur Exorzist suchen. Die Walker setzt auf alle Werte und Traditionen. Exorzist, Dämon. Okay, ich sehe schon, was wir hier tun müssen. Vielleicht erzählt er noch ein bisschen was. Stalker und Besessenheit. Vielleicht erfahren wir dann... Scheiße, Mann! Okay, also der Vater ihres Kindes ist ein fucking Dämon. Das ist einfach nur crazy.
Nur noch 3 Tage bis zu deinem Stichtag. Okay, 3 Tage. Okay, hoppala. Okay, 3 Tage habe ich quasi, hätte ich jetzt noch Zeit, das herauszufinden. Wir sehen uns morgen. Und Chili. Okay. Also ich kann hier nicht aufnehmen. Das geht nicht. Aber Dämon und Chili-Schorte. Der Red Fred ist das. Okay. Red Fred Exorzist. Maximilian Fry. Okay. Wir haben auf jeden Fall dem seine Nummer. Und können den mal anrufen. Alter, ich höre dieses Baby weinen. Das macht mich fertig. Das ist so geil. Okay. Das ist so geil. So, jetzt können wir den Dings... Ah, nein, kann ich nicht kaufen. Ich wollte den schon wieder kaufen, aber kann ich noch nicht. Wann ist nochmal Stichtag morgen, oder? Ja, okay. Dann gehen wir nochmal arbeiten. Ich glaube, 2 Stunden war das hier. Nein, 8 Stunden. Wie spät haben wir es? 3:40 Uhr. Was war das? 2 Stunden, okay. Gehen wir nochmal 2 Stunden arbeiten, dann pennen und dann warten wir die Bewertung ab. Aber das ist so crazy. Dann müssen wir den Typen anrufen. Den Maximilian Fry. Mein einziger Lebenszweck ist es, Red Fred zu eliminieren. Aber die Frage ist... Wupperwetter. Die Sache ist halt die... Wie kommen wir drauf? Wo der Radiosender ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil was soll ich dem Fry dann sagen? Dass ich da die irgendwie beobachte? Na gut, okay. Gehen wir mal 2 Stunden schlafen. Ist so kurz vor 9. So. Ihr aktueller Club-Einstufung lautet Stufe 3. Magister der Primatologie. Verbleibende Tage 5. 16 von 25 Kameras. What the fuck? Wie? Melissa Rush, Shock TV. Nach dem Sonderbericht von Shock TV behauptet die Regierung, dass es sich bei den Bildern um eine schlechte Fälschung handelt. Aber wir wissen jetzt immerhin, wie sie heißt und können ihr helfen. Das ist schon mal gut. Okay, sie hat noch 5 und 3 Stunden den nächsten Kontakt. Leute, aber den nächsten Kontakt und ob wir helfen können, das schauen wir uns gerne in der nächsten Folge von Do Not Feed the Monkeys an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gesagt, ob es euch gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich sage jetzt tschüss, schicke euch noch einen dicken Sushi-Kuss und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bye.